Hallo, hallo. Hallo, hier ist Olaf. Hier ist Magnus. Hallo Magnus, bist du gerade? Ich bin im Paletto. Ah, okay. Ich wollte nach Knut gucken. Ja, ja, wir müssen. Ich habe hier kein Boch Essen und Trinken. Was? Ich bin zu Hause und in Knut ist unser ganzes Proviant. Ach so, ja. Ja. Ich hole Knut. Okay, kommst du dann wieder zu uns zurück? Wir müssen einiges bereden. Klar, kein Problem. Gut. Ja, alles klar, bis gleich. Bis gleich. Warte mal, setz deine Brille auf. Ich brauche dich als Denker heute. Die ist doch schon. Die trage ich doch schon. Gut. Ich brauche heute den sehr, sehr schlauen Magnus. Ich bin ratlos. Aber gut, bis gleich. Oh, okay. Ja, bis gleich, Olaf. Olaf, ich kann das erklären. Was denn? Na, die Dellen vorne. Alles gut, ich glaube, das ist das geringste Problem. Das kann passieren. Ich glaube, wir brauchen einen Mechaniker. Der sollte sich das mal angucken. Ja, ich glaube, das ist Nebensache gerade. Nebensache, es geht um Knut. Wir haben große Probleme, Magnus. Große Probleme. Was? Angefangen damit, also ich habe hier drin habe ich Lasse eingesperrt. Was? Ich war gestern noch da, du warst ja auch da, Lasse jetzt hier. Ist das eine Mutprobe? Nein, der schläft gerade hier drin. Es ist was, es ist ernsthafter. Lasse und ich bin nicht ganz unschuldig. Ich bin nicht ganz unschuldig. Lasse und ich haben uns gestern gestritten. Ich habe ihn einmal zu oft geschlagen, dann hat er seine Waffe gezückt und wollte mich mit der Waffe bedrohen. Mit der Schusswaffe. Olaf, sowas würde Lasse niemals machen. Das hat er wirklich getan. Ich kann es selber nicht fassen. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Deswegen habe ich ihn hier eingesperrt. Ich habe ihm die Waffe weggenommen und habe ihn hier eingesperrt, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Ich hatte sowas noch nie, dass unsere eigenen Leute mit Schusswaffen auf uns richten. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Das verstehe ich nicht. Ich hab Lasse doch gestern noch getroffen. Ja, ich auch. Da hat er mir das erzählt. Der war doch ganz normal. Bei mir war auch ganz normal und er hat mir einige Sachen erzählt. Wir sind einigen Dingen auf den Grund gegangen. Nur wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit und dann hat sich das hochgeschaukelt und ich habe ihm gesagt, er soll mal ordentlich reden und soll nicht so Schwachsinn erzählen. Und irgendwann hat sich das so hochgeschaukelt, dass ich ihm eine Backpfeife gegeben habe, so wie wir es halt immer machen. Und dann hat er die Waffe gezogen. Und er hat die ganze Zeit behauptet, hör auf, mich mit der Axt zu bedrohen und ich will nicht von dir getötet werden. Du wolltest ihm was tun? Nein, ich habe ihn geschlagen. Was? Ich erzähl dir, wie genau das vorangegangen ist. Ich hab ihm eine Backpfeife gegeben. Und dann hat er die Waffe gezückt und gesagt, bleib stehen oder ich schieße. Dann habe ich das Ganze versucht, ein bisschen zu beruhigen. Anschließend habe ich meine Axt genommen und ihm hingehalten und gesagt, gib mir die Waffe. Verstehe. Dann habe ich ihm die Waffe weggenommen und habe ihn dazu gebracht, hier reinzusteigen und ihn hier einzusperren. Ja, das ist das eine Problem. Das andere ist, wir haben ganz, ganz viele Probleme mit der Polizei. Was? Wieso sollten wir Probleme mit der Polente haben? Pass auf, hat dir das Lasse gestern erzählt? Mit, dass ihm seine Waffe weggenommen wurde? Dieser Junge, der hat sich die Waffe abnehmen lassen. Ja, ja, bis auf wie das passiert ist. Er hat mir erzählt, die Polizisten sind sofort auf ihn los, haben gefragt, sind sie Lasse Holmberg? Und haben sie eine Schusswaffe dabei? Ohne zu wissen, ohne dass er irgendwas gesagt hat, Lasse. Sie haben ihm auch Sachen gefragt wie, haben sie mit Gangstern zu tun? Kennen sie andere Holzfäller? Oder beziehungsweise, ja, und wir haben einen Tipp bekommen, dass hier mit Schusswaffen bewaffnete Holzfäller durch die Gegend laufen. Ich hatte nie eine Schusswaffe draußen, der kann mich gar nicht mit Schusswaffe je gesehen haben. Vielleicht haben die gepokert.
Woher wissen die dann seinen Namen, seinen kompletten, und woher wissen die, wie ich heiße? Das heißt, sie müssen sich erkundigt haben. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Waffen in der Hinterhand. Ja, wir müssen nur gucken, was wir damit machen. Nur vielleicht tragen wir die nicht am Mann. Ja, das halte ich auch für eine gute Idee. Wir haben auch noch jeder eine Waffe. Ich habe ihm aber nur gesagt, es wäre schlau, die ins Fahrzeug zu packen. In dem Fall denke ich sogar... Ich weiß nicht, also... muss die jetzt mal hier rausholen. Ich habe die jetzt gerade hier drin gelagert. Das ist die von Lasse. Meine habe ich schon in Knut reingepackt. Hattest du dann gestern einen Unfall oder was? Oder was ist passiert? Weil Knut war ja weg. Ganz genau. Wir wussten nicht, wo Knut hin ist. Lasse hat gedacht, du bist entführt worden oder sowas. Hey, oder du wurdest auch von der Polizei mitgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Lasse war doch dabei, als ich einen Unfall hatte. Was? Ja, natürlich. Der hat ganz verwirrt gesagt, oh nein, was ist mit Magnus passiert und so weiter. Der wusste nichts von dem Unfall. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Ich glaube, dass das nicht seine Schuld ist. Ich glaube, wir haben aus der Heimat ein Problem mit angeschleppt. Aber ich gucke mir den Jungen gleich mal an und dann sage ich mehr dazu. Okay. Ja, ich vertraue da auf dich. Nabend. Grüß dich, alter Freund. Na, wie war dein Wochenende? Naja, ziemlich entspannt. Ja, dann kannst du wieder voll arbeiten, oder? Ganz genau, ich freue mich schon. Aber leider haben wir noch ein paar Probleme zu klären. Oh, inwiefern? Ich glaube, das muss dir Olaf gleich erzählen. Es ist wahrscheinlich schlimmer, als du denkst. Oh, okay. Hallo Björn. Na gut. Womit fange ich denn an? Ich glaube, am ehesten wäre es damit anzufangen, am sinnvollsten ist, ich habe Lasse da drinnen eingesperrt. Und das nicht aus Spaß. Wir hatten gestern Nacht noch eine kleine Diskussion über Sachen, die passiert sind. Jedoch ist die Diskussion nicht so gut verlaufen. Irgendwann, das war meine Schuld, habe ich ihn geschlagen. Und dann kam es dazu, dass er seine Schusswaffe gezogen hat und auf mich gerichtet hat und gesagt hat, noch eine Bewegung und dann schieße ich. Daraufhin habe ich die Situation beruhigt und habe den Moment genutzt, um ihm meine Axt an den Hals zu halten, um ihm die Schusswaffe wegzunehmen und da drin einzusperren, weil ich wusste nicht, was ich machen soll. Er hat auch Sachen erzählt, wie du hast doch erst die Axt genommen und wolltest mich mit der Axt niederstrecken und deswegen habe ich die Waffe gezogen, was halt nicht stimmt. Da bin ich mir jetzt 100% sicher. Da müssen wir jetzt mal warten, bis der jetzt wieder aufwacht gerade. Der ist wohl eingeschlafen und der schläft da wohl sehr, sehr gut drin. Jedoch müssen wir gucken, was wir da dann machen. Magnus hat da schon eine Idee, hat er gesagt. Ich weiß halt gerade auch überhaupt nicht, was wir machen sollen. Ich würde auch gerne einfach zur Polizei gehen und die damit konfrontieren, was das soll. Ja, und dann durchsuchen die dich und finden deine Waffe. Nee, ich gehe da ohne Waffe rein in das Polizeipräsidium und frage, was das Ganze soll, warum wir die ganze Zeit irgendwie von Anfang an schon beschattet werden und so. Zeug. Geht nicht so, das ist, wir werden ungerecht behandelt. Und was ist, wenn wir uns einen Anwalt besorgen? Was will der uns machen? Was will der uns helfen? Wir brauchen so eine einstweilige Verfügung. Wir sagen, die Polizei stalkt uns. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, da hat sich was geregt. Hallo Lasse. Hallo Magnus. Na, was ist passiert? Naja, ich denke mal, Olaf hat das euch auch schon gesagt, dass wir gestern ein bisschen aneinander geraten sind. Olaf hat mir zweimal eine Backpfeife gegeben und es war so spät oder ich wusste, dass ich eine dritte nicht vertrage und ich nicht mehr aufstehe vielleicht. Und deswegen habe ich eine Kurzschlusshandlung einfach meine Waffe gezogen, um Olaf zu beruhigen. Aber ich habe sie auch gecheckt dann und habe Olaf ja die Waffe gegeben. Und eine Waffe wurde mir gestern abgenommen. Das weiß ich. Okay, seit wann bedrohen wir uns gegenseitig mit Waffen? Na, seit wann schlagen wir uns gegenseitig kaputt? Wir schlagen uns doch nicht kaputt, ein, zwei Schellen schaden dir doch gar nicht. Naja, wenn ich auf dem Boden liege, du weißt nicht, was passiert.
nach der dritten Schelle. Du hast recht, vielleicht hat Olaf etwas übertrieben. Aber du kannst doch nicht eine geladene Waffe auf ihn richten. Ja, das ist richtig. Ich hätte auch nicht abgedrückt, aber ich wollte ihn sozusagen damit beruhigen. War eine doofe Idee, sehe ich auch ein. Aber ich sah keine andere Möglichkeit, weil ich genau weiß, dass ich gegen Olaf keine Chance hätte. Ja, aber weißt du, dann nimmst du nicht die Schusswaffe, sondern dann hältst du ab und sagst, bitte lass es sein, es ist gefährlich. Das kann ich ja nicht einschätzen. Ich hab's doch gesagt. Nee, hast du nicht? Also jetzt gerade, ja, aber es, gestern. Nee, es war gestern, vielleicht ist es untergegangen, aber wie ich. Gestern hast du direkt die Waffe genommen und hat gesagt, bleib stehen oder ich schieße, hast du gesagt. Ist doch ganz egal. Lasse, du hast auf jeden Fall abgebaut. Was hast du denn gemacht, bevor du ins Land gekommen bist? Irgendwas Spezielles? Kannst du mir vielleicht mal einen Gefallen tun? Kannst du mal die Brille abnehmen? Jungs! Findet ihr nicht auch, dass Lasse ziemlich weit geöffnete Pupillen hat? So ein bisschen, ja. Weißt du, Lasse, ich hab das Gefühl, dass du dich vielleicht bei etwas angesteckt hast. Bei was? Der gemeine Wurzelbeißer. Ich hab das Gefühl, du leidest am Wurzelfieber. Oh je. Das würde zumindest erklären, warum du in letzter Zeit so komisch bist. Also ich meine, du bist am Anfang, warst du ganz seltsam. Und langsam fängst du dich wieder, aber wenn meine Vermutung richtig ist, dann könnte das deinen Zustand verschlechtern. Das kann durchaus sein. Was hältst du davon, wenn wir... Wollt ihr mich jetzt beleidigen hier, oder was? Nein, was ist jetzt beleidigen? Ich glaube, du hast dich beim Wurzelfieber angesteckt. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst deinen Körper ans Limit bringen. Körperlich, verstehst du, was ich meine? Nein. Du musst so hart arbeiten. Ja, ich glaube, ich habe in den letzten Tagen sehr hart gearbeitet. Hart für normale Menschen, aber du musst deinen Körper bis ans Limit bringen. Du musst schwitzen, schwitzen, schwitzen. Ich glaube, so wirst du wieder gesund. Ja, und was mit Olaf? Du hast ja eben gerade gesagt, dass es auch nicht okay gewesen ist, was er gemacht hat. Hat er auch das Wurzelfieber oder was? Na, nein, ich glaube nicht, weil Olaf ist immer noch Olaf. Olaf hat übertrieben, das ist nicht in Ordnung. Aber ich glaube, ihr habt euch verändert in den letzten Tagen. Nein, ich habe das Gefühl, du hast manchmal auch so Halluzinationen. Warum? Inwiefern denn das? Ja, weiß ich nicht. Du fährst wie von der Tarantel gestochen. Du nimmst Sachen, die passiert sind, anders wahr. Und was willst du jetzt von mir? Du hast sogar vergessen zu sagen, dass Magnus nur einen Unfall hatte und nicht das. Du hast mir jetzt gesagt, oh nein, was ist, wenn er entführt wurde oder von der Polizei eingesperrt wurde. Dabei hat Magnus dir erzählt, dass er einen Unfall hatte und deswegen den Sandking einparkt, dass wir den heute das reparieren. Stimmt. Das habe ich nicht mitbekommen. Du hast mich doch abgeholt vom Parkplatz. Du bist sogar gegen die Latte gestoßen mit dem LKW. Nein, hast du das falsch gesehen? Und du sagst auch noch, ich hab dich mit der Axt als erstes bedroht. Was auch nicht hast stimmt. Hast du auch? Nein, hab ich nicht. Du verdrehst die ganze Zeit Tatsachen.
So, ich bin jetzt der Meinung, damit wir das alles jetzt mal aus der Welt schaffen. Wir lassen Lasse jetzt erstmal da raus. Wir schmeißen den Grill an, hauen uns ein bisschen, keine Ahnung, was für ein Fleisch wir noch da haben, auf den Grill. Und dann werden wir erstmal den Gustav erstmal plündern, dass wir ein bisschen Bier haben. Und beim Bier können wir viel besser reden, als durch so ein neues Gitterstab hier. Das gefällt mir nicht. Frage ist, stellt ihr noch eine Gefahr da, während ihr das Wurzelfieber habt? Er glaubt mir ja nicht. Ich würde ja sogar mitkommen auf die Reise. Ich hätte vorgeschlagen, wir wandern alle zusammen in den Wald und bringen unsere Körper auf Höchstleistung. Dass wir richtig schwitzen. Nur um sicher zu gehen, dass es nicht das Wurzelfieber ist. Dann machen wir das. Ja, Wetter geht ja. 14 Grad. Lasse, du musst das so sehen. Das macht uns stärker, wenn wir das zusammen in Angriff nehmen. Das ist wie ein Ausflug. Müssen wir uns das alle ausziehen? Ganz genau. Ja, glaubt mir, ich wird gleich ganz warm. Lasse muss erst ins Krankenhaus. Der hat ein bisschen sehr dolle Frisuren hier. Wir müssten einmal ganz kurz ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob ich so arbeiten kann in meiner Verfassung. Stimmt. Kein Problem. Oh Mann, dann zieh ich mich schnell wieder an. Peinlich.